So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass Limo dieses Jahr noch neue Krümmer und neue Turbolader bekommt. Beziehungsweise für diese Turbolader sind neue Krümmer notwendig und genau deswegen ist der Goldi heute bei mir. Moin. Weite Anreise, waren ein paar Kilometer, ne? Ja. Wie viel waren das? Über 300, ne? Ne, nicht ganz 300. 280 oder was, ja. Der Gute baut schon, ich glaube, wann hast du mir die ersten Krümmer für die Limo gebaut? Das ist mittlerweile knapp 10 Jahre her, glaube ich, ne? Ja, 9 auf sicher. Ja. So in dem Dreh, ne? Der Goldi baut immer Krümmer für mein Auto, seit dem ersten Tag an. Hast auch mittlerweile eine Lehre, dass du sie bei dir bauen kannst. Genau, ich habe da mehrere Lehren für, ja. So, heute ist aber hier, hat das neueste Exemplar mitgebracht. Da sind wir jetzt seit ein paar Monaten dran. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch ins Auto reinpasst. Genau, so ist es. So, ich erkläre erstmal kurz, was wir eigentlich hier anders machen. Vordere Teil vom Krümmer ist gleich geblieben. Genau, bis zum Sammler ist das Ding komplett gleich wie zu dem letzten Setup, wie es gefahren ist in der Limo. Also praktisch die, was waren das, 1200er TDE-Lader waren dann halt, genau. Also Krümmer ist bis hierhin gleich. Jetzt neues Abgasgehäuse, deshalb die neue Anwendung mit externen Wastegates. So, in dem letzten Prüfstandsvideo waren wir schon mal ein bisschen drauf eingegangen, dass wir gerne eigentlich mehr Ladedruck fahren wollten. Ging aber nicht, weil wir die Vermutung hatten, dass sich meine internen Wastegates, das hier ist der alte Turbolader, der eine oder andere wird sich erinnern, hier oben saß eine Dose drauf mit einer Stange auf dem Krümmer, was damals auch schon richtig Action war, die Position dafür zu finden, dass wir diese Dosen da drauf schrauben konnten. Platzverhältnisse sind halt... Weil normalerweise sitzen die bei dem RS4R hier vorne und unten irgendwo, wir hatten die hier oben drauf gesetzt und da war jetzt irgendwann das Problem, dass trotz einer 4 Bar Feder hier drin, wir einfach nicht mehr als 3 Bar Ladedruck stellen konnten. Klar. Somit ist der nächste Schritt, auf ein externes Wastegate zu gehen, das seht ihr hier, und dieses ganze interne Zeug wegzulassen. Das wiederum hat auch den Vorteil, wir können endlich ein anderes Abgasgehäuse fahren. Ja. Das heißt, die alten Lader bleiben in den Grundzügen zwar gleich, das heißt weiterhin ist dieses gefräste Verdichtergehäuse drauf, die Mittelgruppe ist die gleiche, aber abgasseitig können wir jetzt endlich einem V-Band fahren, können somit natürlich eine größere Turbine fahren und auch ein größeres Verdichterrad. Genau. Da sind die Jungs aus München, TTE, noch wild am Basteln, am Entwickeln. Ich denke mal, da kommt dann der endgültige Lader dann jetzt auch Zeit, ne? Dass wir das testen können. Mhm. Jetzt aber zum Krümmer. Was war das Problem? Das Problem ist der Platz im Auto. Mhm. Du bist halt sehr beschränkt, was die Karosserie mit dem doch recht großen Motor, mit den noch größeren Turboladern angeht. Und jetzt halt mit den externen Wastegates, die irgendwo unterzubringen und dann noch so unterzubringen, dass das Ganze gut funktionieren kann, gut strömen kann und halt noch irgendwie montagefreundlich ist oder überhaupt ein- und ausgebaut werden kann. Wir fangen mal bei Punkt Strömung an. Damit meinst du wahrscheinlich die Position von dem Wastegate, wie es zum Abgasstrom und genau, so weiter. Genau, richtig, richtig. Man sieht ja bei ganz vielen, die einfach stumpf das im 90-Grad-Winkel oben drauf setzen. Ja, ist eigentlich nicht so Sinn des Erfinders oder die sollten halt schon recht mit sanften Winkeln, mit sanften Radien angeströmt werden, weil der Abgasstrom muss halt genauso durchs Wastegate, wie er durch den Lader selbst ja auch muss. Und von daher muss man, oder so sehe ich das zumindest, die Anströmung fürs Wastegate genauso gut wählen, wie man die Anströmung für den Lader selbst halt auch wählt. Und genauso halt auch die Abströmung, den Abgasstrom, der den Lader halt verlässt, relativ gerade oder mit weiten Bögen zu gestalten und halt die Einbindung vom Wastegate halt auch recht sanft damit einfließen lässt. Ja. Gefühlt sieht der Bogen gegenüber meinen alten Krümmern auch sogar ein bisschen weiter noch aus. Genau. Man kennt das ja mit bei ganz anderen vielen Krümmern, die es so auf dem Markt gibt, müsst ihr mal drauf achten, die machen immer einen ganz engen Bogen in den Lader rein. Das wollten wir vom ersten Tag an immer versuchen zu vermeiden. Genau. Immer schön groß, mit weiten Bögen, halt ohne irgendwie spitz zu knicken oder manche schneiden das sogar auf Gehrung, weil sie mit Längen und Winkeln und Baulängen nicht hinkommen, aber ich versuche das halt immer so möglichst das so langgezogen hinzukriegen, dass halt da irgendwie keine spitze Ecke entsteht. Ja, nächster Punkt war, ich wollte unbedingt, dass ich eingebaut später das Getriebe rausbekomme. Wenn du kannst ja mal von hinten hier so reinfilmen, René, da sieht man das, glaube ich, so ganz gut, dass dieses Lochbild relativ groß von dem Getriebe ist. Und da das Ganze im Auto auch extrem eng ist,
musste das Ganze halt von den Wastegates her so positioniert werden, dass wir das Getriebe am Ende nach hinten noch rausbekommen. Sollte eigentlich auch funktionieren. Müsste funktionieren, ja. Eventuell müssen wir das eine Wastegate dann immer abnehmen. Könnte passieren, aber ich denke mal, es geht vielleicht auch gerade so. Ist aber in dem Fall, glaube ich, auch gar nicht so komplex, weil mit den ganzen V-Wand-Schellen ist es ja eigentlich nur hier genau. V-Wand lösen und entweder hier oder hier lösen. Genau, hast du recht fix eigentlich den Stummel und das Wastegate selber abgebaut und dann hast du Platz fürs Getriebe oder auch für die V-Wand. Ja, nebenan wird hier gerade wie wild ein Roller getestet, der jetzt gerade das erste Mal zum Leben erweckt ist. Sieht an wie ein Rasenmäher. Was wir identisch wie letztes Mal gebaut haben, ist, dass Ladeausgang, ein kurzer Flansch kommt und dann wieder eine V-Bahn kommt. Das hatte ich in dem einen oder anderen Video auch schon gezeigt, dass ich so extrem schnell die Hosenrohre einfach ausbauen kann, weil ich nicht jedes Mal diese Lambda-Sonde rausfriemeln muss und so weiter. Genau. Das heißt, in dem Fall, wenn Hosenrohre raus müssen oder ich den Motor ausbauen muss, kann das alles so bleiben, wie es ist. Ich nehme einfach nur ab hier die Hosenrohre mit den beiden V-Bands ab. Genau, die kannst du halt fertig. Von unterm Auto halt demontieren und... Durchmesser vom Krümmer haben wir gleich gelassen. Genau, ist identisch wie vorher, sind in 50 mm vom Sammler zum Lader hin. Ja. So, jetzt zu dem eigentlichen Punkt, warum wir heute eigentlich hier sind. Der Goldi hat zwar bei sich eine XXL-Lehre, das heißt, die XXL-Lehre sieht so aus, dass es richtig Achse mit Längsträgern, mit allem. Genau. Praktisch wollten wir es aber dann doch ganz gerne einmal bei mir ins Auto reinschieben, bevor das Ganze durchgeschweißt wird, weil nur so kann man halt wirklich 100% sicher sein, dass es am Ende dann auch wirklich so passt, wie es soll. Ne? Richtig. Deswegen ist das Ganze jetzt auch alles hier ein Dummy. Ein leeres Getriebe, leerer Block, alte Köpfe und... Ich würde sagen, wir nehmen das Paket jetzt mal und hoffen, dass es reinpasst. Genau, schauen wir. Wo ich mich am meisten drauf freue, ist auch dadurch, dass wir endlich von diesem KKK-Abgasgehäuse wegkommen. Da war nämlich der Einlass ziemlich über der Mittelgruppe, war das immer tierisch auf engstem Raum basteln, die ganzen Leitungen immer festzukriegen. Jetzt mit dem neuen Abgasgehäuse ist der Einlass deutlich weiter weg. Das heißt, hier in der Mitte, um die Mittelgruppe rum, ist einfach viel, viel mehr Platz für die ganzen Leitungen. Und ich sehe so schon, dass das später bei der Montage und Demontage auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß als vorher machen wird. Wir haben heute übrigens hohen Besuch aus Dresden hier. Rick ist persönlich zum Schrauben da. Ja, genau, richtig. Du machst das heute, ne? Nee, ich lerne heute einfach mal vom Großmeister. Ah, okay, gut. Das ist halt das Schöne heute. Das heißt, nächstes Jahr brauche ich gar nicht mehr Schrauben, machst du dann alles immer. Das war das Ziel, haben wir so gesagt. Das war sehr das gut. Ziel. Was machst du überhaupt hier? Das kann man gar nicht, das kann man gar nicht sagen eigentlich. Nein, wir hatten gestern Abend wieder lange offen. Genau, gestern war wieder so der erste Freitag des Monats wieder. Ne? Genau, erste Freitag im Monat. Und deswegen ist Rick uns besuchen gekommen. Genau. Und es war wirklich genial. Also ich muss sagen, wer noch nie da war, kommt vorbei ohne Scheiß. Also mehr ging einfach nicht. Wie viele Leute auch da waren, das war echt genial. Oder? Ja. Es ist wirklich immer wieder ein geiles Feeling, die ganzen Menschen, du hast geile Gespräche, oder? Ja. Ohne Scheiß, also kann ich wirklich sagen, kann ich jedem empfehlen, komm vorbei. Und heute Abend geht's weiter. Ja, heute Abend geht's weiter und wieder Vollgas. Zumal die Burger echt ausverkauft waren zum Ende, ne? Ja, 300 Stück hatte ich mit. Krass, oder? Also waren doch mega lecker, die Burger. Ja, ihr macht ja alles selber. So, wer pumpt? Soll ich pumpen? Pumpe. Immer wieder beeindruckend ist eigentlich, wie klein dieser Motor ist, wenn da gar nicht so alles dran ist. Das ist ja am Ende immer so ein Koloss, aber so sieht das immer echt süß aus. Wie angekostet. Aber erklär mal die Tarnschrauben, also machst du es nur wegen Gewicht oder weil es oben mehr hält? Mehr hält? Nee, nur Reingewicht. Was soll ich? Zeig dir mal. Ich zeig dir mal. Ich bin nicht einfach. Also im Film kannst du wirklich alles Mögliche lernen. Das ist hier eine Kiste. Das sind alles Schrauben. Die habe ich seit letztem Jahr alle gegen Titan getauscht. Die ganze Kiste. Die ganze Kiste. So, und jetzt hebt man die Kiste hoch. Okay. Das sind schon ein paar Kilo, ne? Das ist schon ordentlich auch. Titan würde jetzt die Hälfte wiegen. Titan wiegt die Hälfte. Also in Summe haben wir schon so ein paar Kilos rausgeholt. Ich glaube mittlerweile 500, 600, 700 Schrauben. Also. Und da sind bestimmt auch noch einige Schrauben bei, die wir... Aber das sind halt so die kleinen Feinheiten, die du immer machst. Ja. Ne? Das ist bei dir, das macht dich ja immer aus, ne? Das ist wirklich sehr interessant, hier das immer wieder.
Das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Wie fällt? Das ist wie ein Papierschrauber, Alter. Ja. Das ist gearscht. Das liegt halt nichts. Das ist echt krass. Und was fehlt jetzt noch an Titanraum? Was würde man noch ersetzen können? Was wäre noch gut? Also ich habe nur Schrauben ersetzt, die Größe, also eigentlich ab M8. Okay. Weil alles ab M6 wird dann richtig teuer und bringt fast gar nichts mehr, weil die Schrauben eh nichts wiegen. Also ich habe erstmal nur alle großen Schrauben. Wir hatten erstmal das Thema gehabt, und zwar habe ich mir ein bisschen gemerkt, warum machst du nicht die Titanschrauben? Ja, und dann gibt es halt noch so Schrauben, wo ich von Björn Verbot habe, Titanschrauben reinzumachen. Heißt zum Beispiel auch im Motor sind auch nicht so viele Titanschrauben. Hm. So von dem Schwingungsdämpfer vorne und sowas auch nicht so viel Titan. Warum? Weil Björn Schiss hat, dass das nicht funktioniert. Wenn es abreißen könnte oder sowas, ne? Okay. Dass da Titan einfach der falsche Werkstoff ist. Titan hat ungefähr eine Festigkeit von 1000 Newton, das heißt, das ist so wie so eine 10.9er Schraube. Es gibt einige Schrauben, wie die von den Antriebswellen und so, das sind 12.9er. Das heißt, da wärst du auf jeden Fall schon drunter. Oder so Schwungradschrauben, so überall, wo halt Dampf drauf ist. Ne? Mhm. Deswegen haben wir die erstmal. Sollte man lieber sein lassen. Ne? Aber ist interessant zu wissen. Ja. Aber sonst so karossemäßig und so ist schon überall. Hitkotflügelschrauben, also solche Geschichten. Wobei, stimmt, das war auch Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mittlerweile doch schon auch die M6er Schrauben getauscht. Wenn ich jetzt so überlege, habe ich da schon viel. Aber die sehen ja optisch auch geil aus, ne? Und man unterschätzt immer, was Originalschrauben bei VW und Audi kosten, ne? Hm. Okay. Ja, das ist teilweise auch schon ganz schön teuer. Also du zahlst teilweise für eine Originalschraube auch schon immer so 50 Cent oder einen Euro. Kann ich sowas bei dir bei Alus erwerben eigentlich? Nee. Alu-Schrauben habe ich. Aber das ist wirklich mehr nur so für Innenraum, Verkleidung und so weiter. Ne? Hast du selbst hier jetzt schon Titanschrauben als Radschrauben? Normalerweise ja, jetzt in dem Fall gerade nein, aber. Aber das ist jetzt im Prinzip bald da, ne? Jetzt kommt's, okay, los. An den Spurplatten hat er sie. nicht nur die normalen Radschrauben, sondern okay. Auch quasi kürzere für die Spurplatten. Okay. So, hier wird's. Ja, kann ich bezeugen, er lügt uns hier nicht an. Was soll dein Ziel mit der Limo jetzt sein? Dieses also da kann man sich schon austoben. Was ist so dein persönliches Ziel? Da liegen sie. Sind nur nicht im Auto drin. Ja? Das ist Wahnsinn wirklich. Der Karl macht sich wirklich bei einer Platte. Siehst du es auch? Nicht magnetisch? Nee, ich sehe es wirklich. Ja, ich sage ja, ich würde dir... Normalerweise ist das ja so ein Power-Magnet hier. Ja. Deswegen. So. Passt alles jetzt. Können wir anschmeißen. So, Motor. Hängt mal wieder, war wahrscheinlich so der 100. Einbau mittlerweile. Was sagst du? Sieht ganz gut aus, aber ein paar Sachen müssen wir halt doch noch ein bisschen abändern, ja. Wir fangen einfach mal hier auf der Beifahrerseite an. Da sieht man halt auch krass, wie eng die ganze Geschichte hier ist. Also hier, muss ich sagen, bin ich begeistert. Also klar, zum Kopf hin ist es natürlich auf Minimum gebaut. Hier, auch wenn es das gleiche ist wie vorher, ja. Gefühlt ist mehr Platz, vielleicht war meine Isolierung noch einfach so dick, dass das hier schon recht eng war, ne? Und hier, das sieht ja eigentlich sogar, das sieht ja gut aus, ne? Das sieht ganz, ganz brauchbar aus, hat uns da überlegt haben, ja. Hier kommen noch die Abgastemperatursensoren oben drauf, ein originaler, ein zusätzlicher. Genau. Ich würde sogar mal sagen, hier kommen wir sogar ganz gut später eigentlich sogar noch ans Wastegate ran, falls man doch mal Feder tauschen muss oder so. Ja. Das ist zwar später alles zugebaut hier von der Ansaugbrücke. Jetzt für mich als Laie nochmal eine kleine Frage. Das muss ja jetzt noch umwickelt werden, ja, ne? Mhm. Passt das immer noch vom Platz her? Also gerade hier so an der Stelle? Also wir machen ja nicht mehr dieses Umwickeln, sondern da kommt ja diese Thermoisolierung drauf. Genau, guck mal, wie eng das hier ist. Genau. René kann das mal zeigen hier. Das heißt, du kriegst hier natürlich kein Dämmmaterial mehr zwischen. Das ist zwischen. Schon ein enger Schlitz. So, ne? Das heißt, da kommt halt nur ein bisschen Dämmwatte und so diese ganz dünne Edelstahlfolie rüber. Okay. Und die drückt sich dann natürlich ein und liegt an. So, ne? Aber ist halt so. Was soll da passieren? Okay. Aber das muss auf jeden Fall da gemacht werden, alles. Ja, klar. Ein Upgrade auch noch. Wir machen jetzt diesmal mal an jedem Zylinder einen Abgastemperatursensor. Gerade für unser angehendes, ich sag jetzt mal, 400 km/h Projekt, ist es dann schon ganz cool, wenn wir wirklich jeden einzelnen Zylinder überwachen können. Genau. Weil so sieht man am ehesten dann doch mal, ob nicht einer von 6 Zylindern halt außer Reihe läuft. Genau, siehst halt, ob er abmagert oder ob die eine Einspritzdüse irgendwie abhanden kommt oder... Sonst hatten wir nämlich immer nur einen Abgastemperatursensor für die ganze Bank. Das heißt, wenn einer von 3 Zylindern da ein bisschen Schwierigkeiten macht, sieht man das immer nur so bedingt und meistens ist es schon zu spät. Ne? Genau, dann ist es zu spät. So, aber das passt ja von der Position her auch gut. Ja. Ja. Das sieht ganz gut aus. Weil mit dem Ansaugrohr liegen wir davor. Das heißt, hier kommen wir so auch dran. Wir können ja das Ansaugrohr nochmal zwischenstecken.
vorher. Ja. So, jetzt kommt nämlich noch ein Punkt, den haben wir vorhin ganz vergessen. Meine Aufgabenstellung war nämlich, ich wollte den Lader an der gleichen Position wie vorher haben, dass wir nämlich diese ganzen Rohre, heißt Ansaugung, Druckrohr und so weiter, gar nicht groß neu bauen müssen, genau, sondern theoretisch nur das Paket, Krümmer und so weiter tauschen. Genau, im Prinzip ist jetzt nur die Abgasseite anders. Mhm. Alles, was nach vorne geht, sollte eigentlich noch passen. Wie man sehen, passt es auch. Deswegen passt nämlich auch das Ansaugrohr noch. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken. Das ist auch wirklich, kannst du ja mal hier so reinfilmen, René, das ist wirklich auch alles Millimeterarbeit. Das ist jetzt ein 70er Rohr. Letzte Saison war ich noch 63,5 gefahren. Und ja, das ist wirklich, ich hatte kurzzeitig einmal überlegt, auf 76 zu gehen, aber das wird schon, das ist schon alles Maximum, was man an der Stelle so machen kann. Einzige Lösung hierfür ist noch, man schmeißt den Luftmassenmesser raus, dann kannst du oben drauf auf das Y-Rohr verzichten und gehst halt irgendwie direkt mit dem Schlauch hier unten irgendwie raus mit Luftfilter da unten oder sowas. Ne? Das wäre noch eine Möglichkeit. Will ich aber nicht, weil das Auto lebt davon, dass das so schön original alles aussieht und das wird auch auf jeden Fall so, so bleiben. Okay, Beifahrerseite. Fahrerseite? Fahrerseite ist ein bisschen... Da sieht man jetzt, warum wir heute hier sind. Genau, da sieht man so ein bisschen, dass wir hier noch eine relativ krasse Engstelle haben, also hier muss ich nochmal ran und die Bögen weiter nach innen nehmen. Der Lader an sich kann so bleiben, der Krümmer bis zum Sammler kann so bleiben, aber halt die Anlenkung für den Lader direkt, die muss halt ein Stück vom Dom noch weg, ein Zenti, zwei Zenti vielleicht, mal gucken, was sich da machen lässt. Ein Zenti, da ist es wieder. Und aber der Rest sieht ganz gut aus. In der Laie wird jetzt wahrscheinlich denken, du fängst eigentlich wieder von Null an. Ja, ganz so ist es nicht. Ich schneide mir meine Heftpunkte halt auf und verdrehe die Bögen noch ein bisschen weiter nach innen. Und dann geht das wieder, ne? Dann auch hier kommen wir eigentlich auch ganz gut an Wastegate ran. Was man nicht vergessen darf, hier sitzt später noch der dicke Kabelbaum drüber. Aber irgendwelche Tode muss man ja sterben. Aber das Ganze sieht schon... Ich denke mal, hier werden wir auf jeden Fall auch irgendeine Abdeckung noch rüber machen, so hitzemäßig. Das wird zwar alles eingepackt, aber ich glaube, so ein kleines Blechlein oder so kann ich auf jeden Fall auch nicht. Ja, zumal dein Kabelbaum ja auch da drüber geht, ne? Ja, der geht hier so durch. Ja, alles im allem, bist du zufrieden? Ja. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von unten an, weil das ist auf jeden Fall genauso interessant. Ja, das ist genauso eng. So, auch hier auf jeden Fall extrem cool, mal so ein halbes Getriebe nur dran zu haben, ja. Weil man hat tatsächlich mal ein bisschen mehr Platz, auch so für Schaltung und so. Beifahrerseite würde ich sagen annähernd perfekt. Ja. Da geht eigentlich gar nichts mehr. Ganz gut, ja. Wollen wir, können wir diesen Stummel da mal dran machen, den noch mitgebracht hast? Den kann ich mal ranmachen, ja. Also mal so ranhalten. Das halten wir erstmal so viel, dass wir eine Richtung haben. Ja, perfekt. Aber wir kommen gut an der Kause vorbei, am Getriebehalter genauso. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall richtig schön, das kommt schon genau mittig gerade raus. Da können wir direkt so 1:1 mit arbeiten. Mhm. Das passt. Viel zu schwer noch. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal aus Alu oder Titan machen. So, andere Seite. So, die Fahrerseite war immer ein bisschen komplizierter, weil da kommt die Schaltung um die Ecke und dadurch, dass ich ja früher, also falsch, wir konstruieren das Ganze ja auch für mit Klimakompressor. Mhm. Mittlerweile ist kein Klimakompressor in dem Auto mehr drin, deswegen ist es nicht mehr so schlimm. Das ist dieses riesen Loch, was hier vorne jetzt so ist. Da hängt normalerweise ein Klimakompressor drin und deswegen ist der Lader auf der Beifahrerseite so ein bisschen weggekippt, weil der an dem Klimakompressor dran vorbei muss. Deswegen ist die Seite immer ein bisschen enger und komplizierter. Genau. Aber auch das können wir zwar nicht ganz so gerade bauen, aber... Genau, da muss ich den Bogen halt noch ein bisschen weiter nach unten ziehen, ein bisschen größeren Winkel nehmen und dann kommen wir da auch gut weg und dann kannst du da deine neuen Hosenrohre dann dran bauen. Ja. Ja, geil. Die Landersonnen müssen wir dann irgendwie unterbringen. Mhm. Müssen wir uns dann noch überlegen, wo... Die sollen an das vordere Stück, ne? Ans vordere Stück müssen halt die von der Matronic und halt unten noch deine... Meine Nachträge. Deine externen, hier ja. So. Aber die können wir hier unten irgendwo hin machen. Okay. Die machen wir ganz unten. Ein bisschen mehr Platz. Ja, cool. Perfekt. Das heißt, wie ist jetzt der weitere Vorgang? Wie machen wir weiter? Alles wieder raus? Theoretisch kann ich alles wieder raus. Ich mache mir noch ein paar Bilder vorher, denke ich mal. Und dann kann alles ab, dann kann ich, mache ich die Anpassung und dann kann das Ding durchgeschweißt werden. Perfekt.
Ich bin auf jeden Fall super happy. Ich glaube, wir planen dann diesen Step mit den externen Race-Kits bestimmt schon so 2-3 Jahre immer mal wieder so schon eine ganze drüber gegrübelt, überlegt und so weiter. Jetzt ist es endlich soweit und ich kann es kaum abwarten, was da so geht. Ist uns technisch bei rumkommt. Lader werden natürlich auch noch ein bisschen größer. Jetzt können wir endlich auch Druck stellen. Rick hofft auf 4 Bar. Ich hoffe auf 4 Bar. Und wo liegen wir da ungefähr? Ja, bei 4 Bar. Nee, PS-technisch? Ja, weiß ich nicht. 4 Bar sollten irgendwie so 1600 sein. Das wäre schon eine kranke Ansage. Ne? Ja, aber das kann der Motor gar nicht. Da werden so viele Probleme kommen. Das aber warte mal, du wärst ja nicht Phil, wenn du sie probieren würdest, oder? Das sehe ich genauso. Also machen musst du es auf jeden Fall. Wenn da 4 Bar kommen, dann kommen die, ne? Ja, genau. Also, so einfach. Die Theorie, die der hatte, war ja nicht schlecht. Die kannst du ja mal erklären kurz. Dass es trotzdem vielleicht funktionieren könnte. Ja, könnte auch. Ich habe dem Rick das gerade schon so ein bisschen erklärt. Und man muss das immer so sehen. Das Auto ist ursprünglich mal mit 2 Bar, ich sag jetzt mal 20 Sekunden Volllast gefahren auf einer halben Meile. So, jetzt waren wir bei 3 Bar, ist das Auto schon so schnell geworden, dass wir nur noch 15 Sekunden Volllast gefahren sind. Und angenommen, da sollten jetzt wirklich 4 Bar gehen und das Ding hat irgendwie 1600 PS, dann wiederum, denke ich mal, beschleunigst du nur noch 10 bis 12 Sekunden. Das heißt, die Belastung ist zwar viel, viel, viel höher, aber nicht mehr so lange. Genau. Also ich hoffe, es klappt, weil das wäre absolute Weltklasse. Ja. Das wäre cool. Die Amis feiern das ja immer so, bei den GTRs gibt es da sogar eine eigene Klasse, die heißt Stock Location. Da gibt es eine eigene Klasse für Leute, die die Turbolader noch an der Serienposition haben, damit halt alles aussieht wie original. Die fahren allerdings mit Stock Location im GTR, glaube ich, mittlerweile auch schon 1800 PS oder so. Wie nebenan, da starten. Da geht auch gerade die 1800 PS an hier. Also wir haben jetzt und soweit alles fotografiert, markiert, ausgemessen und so weiter. Jetzt kommt alles wieder raus, dann nimmt der Goldi wieder alles mit. Vielleicht komme ich bei dir mal rum, um die Krümmer abzuholen. Das wird dann quasi Step 2. Und ich persönlich bin wirklich begeistert. Ja, bin zufrieden, dass es richtig, richtig gut geworden. Man muss immer halt dazu sich überlegen, ihr seht ja, wie eng das ist. Und wir haben es wirklich heute das erste Mal rangebaut. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt, das passt wirklich. Das ist ja, jetzt muss man auch dazu sagen, das ist ja nicht die erste Version da, ne? Nee, das ist die 20. Also ich glaube, ich habe glaube ich alleine 5 bis 7 Versionen so aufs Handy bekommen, deswegen denke ich mal, da mindestens doppelt so viele gebaut, bis dann endlich so diese Position von Wastegate so stand, ne? Genau. Geil. Ich bin happy, wir bauen jetzt wieder aus und dann trinke ich mit Rick noch ein Bier. Vernünftige Teilung. Ciao. Ciao.